Ja, hallo Freunde, ich bin es, der Thomas, der Taktik-T-Rex, und ich freue mich sehr darauf, dass ich hier bin auf dem Trainingsgelände vom BVB. Und neben mir ist mein Co-Trainer, Thomas. Guck mal hier, das ist unsere Ration fürs Mittagessen. Ich habe schon was vorbereitet. Okay. Für dich habe ich auch was. Es gibt das ist aber meine Box. Vegetarische Fleischwurst. Ja? Und du hast auch was da drin, guck mal rein. Oi. Guck mal da. Ich habe für dich 5 Oliven. Das ist deine Monatsration. Teil's dir gut ein. Nicht, dass du zu dick wirst. Ja. So, und jetzt reden wir über Sport. Komm. Auf jeden Fall. Thomas, ja. Du darfst mich auch Thomas nennen. Danke. Bitte. Und ich stelle mir vor, das sind die Bayern. 10 Leute. Rot. Und wir sind gelb. Überraschend natürlich. Ganz überrascht. Total. Gegner ist immer rot oder blau. Immer rot oder blau. Ja. Und die Frage wäre, ob wir mit 11 Leuten spielen oder vielleicht gegen Bayern nur mit 7. Auf jeden Fall zu 11. Hm? Was wir probieren könnten, ist einen Torwart mal rauszunehmen. Richtig. Aber du siehst kein Torwart da im Training, da fängt es an. Ja. Wo sind sie? Ja, das ist die Frage. Das frage ich dich. Das frage ich dich. So Teddy de Bär fragen, ich habe keine Ahnung. Für die Telefonanrufe bist du zuständig. Ich mache nur das Training. Hinten mit Viererkette oder wie hast du es dir vorgestellt? Lieber Dreierkette, Viererkette? Viererkette. Gut, ja, komm, Viererkette machen wir. Ja. Vier. Dann davor machen wir 2 Sechser, 1 Sechser. Einer reicht. Einer reicht, richtig. Ganz genau, sind ja nur die Bayern. Und wie spielen wir dann? Schnell spielen, flach spielen, hoch gewinnen. Reinschleichen, gewinnen, rausschleichen. Reinschleichen, rausschleichen. Nein, reinschleichen. Die äußeren, inneren und die außen, inneren und die Laufwege hochdrücken. Motto ist reinschleichen, gewinnen, rausschleichen. Sehr gut, wunderbar. Was mir aufgefallen ist, Thomas, dass du auch dünn geworden bist. Du hast die Ernährung umgestellt. Vielleicht, dass du noch mal ganz kurz auch erklärst, wie genau ich das gemacht habe für uns. Wir essen ja nur eine halbe Olive, das heißt, jeder nur eine Viertel von uns. Und davon nimmst du mir immer die Hälfte weg. Richtig, genau. Also ich habe Weizen komplett weggelassen. Wie ist es bei dir? Ich trinke nur noch Weizen. Ja, natürlich. Brottrunk. Ich trinke ja keine Brottrunk. Nein, natürlich. Aber jetzt mal einmal wirklich ernsthaft. Du hast wirklich ein bisschen an Gewicht reduziert im Vergleich. Oder ich habe an Gewicht reduziert. Ja. Du hast mir wichtige Tipps gegeben. Ich habe sie umgesetzt. Stimmt. Im Vergleich zu deiner Zeit, zu meiner Zeit, zu unserer Zeit in Mainz. Ja. Das war, wo wir damals auf dem Sofa saßen beim Fernsehen. Haben wir Borussia Dortmund geguckt. Und wir zu zweit haben nicht gesagt, aufs Dreier-Sofa gepasst. Habe ich zu dir, genau, gesagt, so geht es nicht weiter. Und du hast gesagt, jetzt machen wir was. Jetzt machen wir was. Ja, ich habe es gesagt, aber wer es von uns gesagt hat, ist ja wurscht. Ist ja egal, aber wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Kein Mehl. Kein Zucker. Kein Zucker. Lass den Zucker weg, habe ich zu dir gesagt. Ja, ich sag's heute noch. Lass den Zucker weg. Und Sport als Trainer ist ja nun mal völlig unüblich. Ne? Ist ja total unüblich. Aber dann haben wir es eben doch mal gemacht. Sonst nach wie vor. Ich meine, du schämst dich auch ein bisschen, wenn du Sport machst vor den Spielern, machst du ja immer gern ganz in der Früh oder ganz spät. Richtig, ich baue ja meistens auch nur einen Platz auf. Deswegen bin ich Trainer geworden. Ah, du baust ja gerne den Platz. Ich baue sehr gerne den Platz auf. Wir bauen den sehr gerne auf. Die Hütchen hinstellen. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Ich meine auch. Ja, und dann sitze ich hier rum. Und dann schwitzt man auch ein bisschen. Ja, richtig. Und dann denkt man schon, jetzt ja, Sport gemacht. Wunderbar. 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 Und dass noch keine Sau gemerkt hat, dass wir zu zweit sind. Ja. Das ist die größte Leistung. Zeit, dass du aufbaust, Taktik machst. Natürlich. Und ich die Kabine sauber mache. Ja. Wieso machst du eigentlich immer so? Es kratzt es irgendwo? Oder? Ich habe mir erst Gedanken gemacht, seit ich dich immer sehe, dass ich so mache. So machst du manchmal und so machst du auch mal ein bisschen so. Ja, so. Oder kratzt es vielleicht? Aber nicht. Mal rasieren? Vielleicht. Also Freunde, das hast du doch erfunden. Ich habe dir das in den Mund gelegt und du hast es quasi ins Gesicht imitiert. Ich sag mal, ciao, macht's gut. Sag du auch noch tschüss. Tschüss. Von uns beiden. Tschüss.